Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Creedland. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Am 26. September kommt ein neuer großer Patch für das Spiel. Da bin ich allerdings im Urlaub. Das heißt, wahrscheinlich wird es Anfang Oktober, bis ich euch den zeigen kann. Aber macht ja nichts. Wir waren, glaube ich, dabei, genau hier auf Epic 2 für die Moonbeam-Waffe zu spielen. Heilen 500 ist easy. Ihr könnt Final Blow, Torch und Force Field. Das kriegen wir alles hin. Die Maps ist dabei egal. Wir brauchen nur 500 Leben. Torch und Force Field. Was fehlt uns denn noch? Im Desert haben wir alles frei. Hier könnten tatsächlich Tundra. Was ist das? 8. Versuchen. Tundra 8 mit wie vielen? Huch, hier steht jetzt gar nicht mehr dabei, wie viele Items man mitnehmen möchte. Okay. Konnte man das nicht vorher auswählen? 4, 5, 6. Okay. Nun denn, wir nehmen die Blowtorch, war das, glaube ich, mit, oder? Müsste. Ah, Ranger lassen wir. Confirm das Ganze. Und versuchen natürlich dann das Force Field rauszukriegen. Tick Distance ist aber zu gut. So, was haben wir hier? Ein Shield, UAV. Nehmen wir UAV mit. Wir haben nur einen Equipment-Slot. Warte. Ich habe etwas länger nicht mehr gespielt. Vielleicht gab es hier ein Update. Was dann aber hoffentlich nicht dafür sorgt, dass ich immer nur ein Equipment mitnehmen kann. Nee, okay, Backwatcher. Bei uns was fehlt. Gut, wie gesagt, der Heal ist auf gar keinen Fall ein Problem. Force Field ist halt Glück. Ja, Iron Shield. Ah, ja, komm. Je schneller man seine Skills halt hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass man es auf 8 bekommt. Welcome back, watch it, damage, attack, this, Schaden mit. Konnte die nicht auch so einen Dreifachschuss? Ist schon ewig lang her, dass ich also Punkt 1 das Spiel gespielt hat und Punkt 2 die Waffe gespielt habe. Ich meinte, die konnte einen Dreifachschuss. So, Fire Rate. Also die UAVs sind echt MVP gerade. So, Prism 9, Attack Distance. Prism UAV Damage. Gib mir das Force Field. Junge!
Aber Gott zur Not kaufe ich mir das. Wir haben mehr als genug Coins. Magnet, ne, okay. Ist auch. Okay. Dann nehmen wir die Discs mit. Ist auch ungewöhnlich, das wollte ich glaube ich sagen. Hab da mal hier Miniboss. Na. Klassiker. Man braucht was, man kriegt's nicht. Brauch's nicht, man kriegt's. All Damage ist gut. Lass mal das Wolken Watcher. Flying Disc. Raptor Wolken. Prism. Aber kein Force Shield. Dafür haben wir die Heal auf jeden Fall gleich durch. Also Magnet. Deck Distance. Wie gesagt, ich dachte, den gibt es auch nochmal als Dreifach Speer, wie auch immer man das nennen soll. Oh, komm. XP ist okay. Force Field. Airdrop, da oben. Auch nochmal Magnet, wunderbar. Könnten das Orbital tatsächlich mitnehmen. Als letzten Skill eben Force Field. Haben wir den Heal fast fertig? Erledigt. Und wie gesagt, die anderen zwei können wir uns auch kaufen. Weapon. Das Equip macht immer mehr Schaden. Immer. Weil eine Waffe gegen fünf Equipments ist. Kann nie gewinnen. Ich bin echt mal gespannt, was mit dem neuen Update kommt. Dieser Mech ist ja noch in Planung, vielleicht wird er dann released. Entweder ist das Arcan, ja. Ein Mech, der mit einem kämpft. Oder man hat so einen Anzug wie bei Avatar, wo diese Menschen, diese komischen Roboter-ähnlichen Anzüge hatten. Ihr werdet es auf jeden Fall vor mir erfahren. Ich möchte keine Spoiler, Jungs. So, Force Field, da ist es doch. Gut, wir brauchen halt noch ein paar Level darin. Knet sehr gut. Ja, ne, wir können den Raptor-Drohne. Krass. Also das ist gerade sehr strange. Vorher konnte man nur sechs Equipment, außer man
hat es umgestellt. Aber dann konnten wir es auch reduzieren. Wieso sollten die das denn entfernen? Ach ja, mal weiß es nicht. Der Grinch. Wir haben leider den Boss gar nicht mit der Torch getötet. Es kommen aber noch drei, richtig? Ich glaube ja. Extra Torch, genau das meinte ich. So, Damage, um den Boss halt mit der Waffe zu töten. Was fehlt? Kam da nicht auch dieser Fragezeichen-Typi, der uns dann auch nochmal Upgrades gegeben hat? Ich glaube ja. Was fehlt wunderbar. Kommen ganz schön heran. Raptor-Drohne. So, leider kein Force Field, aber könnten wir das UAV mehr fertig machen. Fire Rate. Sehr gut. Vielleicht könnten wir das aber auch noch auswählen. Bei den Karten, die wir schon komplett aufgedeckt haben, wie Wüste oder Dschungel. Und Tundra fehlt uns ja noch ein bisschen. Ich muss gleich nochmal nachgucken. So, was fehlt? Bitte nochmal, genau. Raptor. Wobei, da wäre es fast clever gewesen, die XP nochmal mitzunehmen. Vulkans, ja. Tausend Damage macht sie Nuke. Okay. War ich schon immer so stark? Auch ordentlich wieder G-Crystals gesammelt. Auch noch mehr. Kann ja nicht schaden. Wenn du nicht, wenn. Also den Schuss kann man ausschalten. Schade, dass man das Equip nicht ausschalten kann. Nur für den Endboss. Und da ist das Fragezeichen. Ab hinter. Boah, okay. Let's go. Pff,
fünffach Torch. Die sieht witzig aus. Hier scheppert's und deppert's wieder. So, yes. Die Evolution fürs Force Field ist in der Theorie da. Wir kriegen bestimmt noch so 6-7 Level bis zum Ende. Also, sollte machbar sein. Büro. XP. Ja, los. Noch mehr XP. Jetzt sind wir immerhin bei 30%. Gibt es eigentlich eine beste Skillung an Items, die man mitnehmen können? Gibt es da schon einen Guide? Für eben Endless Mode Level 100 zu erreichen. Huge Enemy, wo bist du? Mister, da ist er. Hat es gereicht? Nein! Das war schon wieder nicht mit der Waffe. Ah, aber wenigstens haben wir die Evolution. Und jetzt ist es im Prinzip echt wurscht. Ja, dann nehmen wir noch das Prism mit. Du bringst uns All Damage, wunderbar. Müssen wir wenigstens nur ein Skill kaufen. Also eine Herausforderung. Damage. Es gab nur ein Level, krass. Discs sind super. Ist auch vor Evolution. Ich überlege, wie lange die UAVs vor Evolution sind, wir das nicht bekommen haben. Schon krass. Da ist er. Kaum beschwert, schon bekommen, wenn das immer so wäre. Und zwar mit allem im Leben. Ich möchte eine Lohnerhöhung. Zack, da ist sie. Granaten, wieso denn nicht? Hoffen wir vielleicht, dass wir bei den letzten beiden Bossen einfach nochmal die mit der Waffe töten. Granate mehr.
ich irgendeinen Perk umgestellt? Irgendwas muss es ja ausgelöst haben, dass wir alle Equipment-Slots standardmäßig mitnehmen. Oh, Disk-Evolution, sehr gut. Also nicht, dass wir es bräuchten, ich glaube nämlich nicht. Skill Time, Critical Damage. Oh. Wir haben gar keine Crit Rate, fällt mir gerade auf. Wir haben noch viel zu viele weiße Zahlen. Ja, ist es. Bisschen Crit Rate, Fire Rate, sehr gut. Duration Time. Huge Sheet. Hat das gezählt? Nein. Gut, dann hat es erledigt. Zwei auf alles, außer Tiernahrung. Der hat gezählt. Na danke. Okay. Okay. Das Spiel ist durch. Dann sammeln noch G-Crystals ein. Prism. Vielleicht kriegen wir ja wieder 10.000 zusammen. Mitgenommen, das wir bräuchten. Airdrop. Noch eins. Wird es reichen? Ich glaube, das wird ganz, ganz knapp. Ah, jetzt wieder 500. Ich verstehe es nicht, warum da manchmal nur 100 sind, manchmal 500. Amplifier, jo. Mehr Damage. Da waren jetzt wieder 4, 5, 5. Ach, egal. Ich werde, glaube ich, ganz knapp vor den 10.000 scheitern.
Nope. Wie gesagt, frag einfach danach und du kriegst's. Hier am Live-Beispiel. 10.000 G-Crystals und Airdrop. Upload 43.000 normale und die und wir können uns das freischalten und dann haben wir die Moonbeam-Waffe Epic 5 gibt es erst wieder was Neues. Kleine Move Distance, das ist easy. Plasma Disc, könnte man hinkriegen und Gauss Rifle. Aber das werden wir in der nächsten Folge versuchen. Bis dahin.